Ja, Trainer, dein Fazit zum Spiel, 0-3 verloren gegen Berliner AK? Ja, wir können es ganz schnell machen. Verdiente Niederlage im Grunde genommen, weil du es halt nicht geschafft hast, rechtzeitig in die Zweikämpfe zu kommen. Wenn du in den Zweikämpfen warst, warst du nicht konsequent genug, diese für dich zu gewinnen. So, und wenn du dann mal den Ball gewonnen hast, waren wir einfach zu unsauber auch heute in unserem Passspiel. Und all diese Faktoren führen dann dazu, dass du den Platz verdient als Sieger, als Verlierer verlassen musst. In der Halbzeit hast du versucht, durch Gladro nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Das ging dann auch 3 Minuten später direkt unter. Ja, lag aber nicht am Rico, sondern es lag daran, dass wir hinten wieder mal einen Zweikampf verloren haben, dass wir dann stehen bleiben, ein bisschen spekulieren, ne, und dann der Torwart zu spät ist in der Situation. Ja, und Berlin hat das ausgenutzt, hat dann ins leere Tor eingeschoben. Wir hatten ein paar Minuten später die gleiche Situation. Wir schießen den Ball am Tor vorbei. Ja, und dann brauchst du dich am Ende auch nicht wundern, dass du den Platz nicht als Sieger verlässt. Wie sehr ärgert sowas eigentlich ein Torjäger wie Felix Brückmann am leeren Tor vorbei und dann noch die Latte ein paar Minuten später für den Stürmer ja eigentlich ein gebrauchter Tag? Ja, ich glaube einfach, dass das dann hinten raus dann zu so einem Spiel auch passt, wenn diese Bälle halt nicht reingehen. Andererseits, ich habe das gerade schon gesagt, ich reflektiere ja selber immer auch die Spiele, die wir hatten bislang. Und da sage ich auch ganz klar, und das habe ich den Jungs auch immer gesagt, es sind natürlich schon in unseren Siegen und Unentschieden, die wir geholt haben, auch ein paar Dinge sehr positiv für uns gelaufen. Wir müssen immer, alles muss passen, um den Platz als Sieger zu verlassen. In der Situation sind wir. Wir sind nicht stark genug, dass wir sagen können, wir spielen eine Mannschaft jetzt einfach mal daher, sondern es muss alles immer wieder passen. Heute hat nicht so viel gepasst bei uns und dementsprechend sind wir auch bestraft worden dafür. Jetzt wartet am Mittwoch bereits Jena. Wie baut ihr das Team jetzt wieder auf bis dahin? Ja, das werden wir jetzt sehen. Wir werden auf jeden Fall das Spiel erstmal für uns im Trainerstab analysieren, reflektieren müssen und dann die Erkenntnisse daraus natürlich der Mannschaft weitergeben, in der Hoffnung, dass diese Dinge dann für Mittwoch wieder besser greifen. Sie haben ja gesagt, insbesondere wünschen Sie Fortschritt in der Offensive. Inwieweit stört Sie das heute, dass das wirklich meiner Meinung nach ein ziemlicher Rückschritt war, gerade in der Offensive? Ja, ich fand eigentlich, dass wir sehr gut ausnahmsweise mal ins Spiel gekommen sind im Vergleich zu den letzten Spielen, wo du eigentlich draußen gesessen hast in den ersten 3-4 Minuten, wo du gesagt hast, oh, wir sind da, wir sind präsent, wir haben den Freistoß, wir haben den Abschluss von Hoffi nach der Ecke, wo du eigentlich als Trainer dann sitzt, ja, heute sind wir endlich mal drin und dann machst du natürlich nach der Balleroberung in der Spieleröffnung diesen fatalen Fehlpass, wo du dann unsortiert bist, wo es dann hinten raus schwierig zu verteidigen ist und dann läufst du der Nummer nach 5 Minuten schon wieder hinterher und dann werden die Räume natürlich erstmal nicht größer, sondern die werden kleiner, weil der Gegner natürlich dann auch sich wieder etwas tiefer positioniert. Grundsätzlich haben wir uns natürlich dann auch nach vorne hin zu wenig Chancen erspielt, aber das ist halt einer der 3 Faktoren, die ich eben schon aufgezählt habe. Wenn du zu unsauber in deinem Passspiel bist, zu ungenau, zu holprig in deinen Aktionen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht sauber vors Tor spielen kannst. Jetzt haben Sie mit Yannick Frick eine weitere Alternative. Ich glaube, er hat heute das erste Mal trainiert mit einem Teil der Mannschaft. Wie ist Ihr erster Eindruck von ihm? Stark tätowiert, sehr schmal, das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, sehr offen in der Kommunikation und alles Weitere wird sich jetzt in den nächsten Tagen auf dem Platz zeigen. Was kann man aus diesen Eigenschaften machen? Ja, erstmal nicht viel, aber wir wissen schon, was wir von ihm zu erwarten haben und hoffen natürlich, dass er jetzt hier so schnell wie möglich auf Fuß fasst, damit wir seine Qualitäten, die er einfach mitbringt, seine tiefen Laufwege, sein Tempo nach vorne, seine Agilität, ne, all diese Faktoren, die brauchen wir halt, um uns im Offensivspiel auch ein bisschen variabler gestalten zu können. Es ist bei uns zu oft zu statisch, dass wir die Bälle alle in den Fuß wollen, alle entgegenkommen. So kriegst du keine Tiefe rein und der Gegner hat es dann leicht, sich immer wieder da in dem Rücken zu positionieren und vor unserem Stürmer an den Ball zu kommen. Und ja, da wollen wir einfach in Zukunft auch etwas unberechenbarer werden. Haben Sie ihn schon für das Spiel in Jena auf der Liste oder ist das zu früh? Ja, das muss ich jetzt sehen. Wie gesagt, wir hatten eben vor dem Spiel ein kurzes Gespräch untereinander und da werden wir jetzt sehen, wie seine Verfassung ist. Er hatte jetzt auch 10 Tage mehr oder weniger so gut wie nichts machen können. Wir haben 2-3 Trainingseinheiten Zeit, um uns einen Eindruck zu verschaffen und dann werden wir sehen, ob er für Mittwoch schon in Frage kommt oder ob wir sagen, das bringt jetzt noch nichts. Ganz kurz nochmal zum heutigen Spiel. Bislang war immer die Rede davon, wir haben erstmal alles dran gesetzt, um die Abwehr stabil zu machen. War das heute diesbezüglich ein Rückschritt? Nee, das würde ich so nicht sagen. Aber es ist so wie in einem einen oder anderen Spiel schon auch gewesen, dass wir uns natürlich die Dinger teilweise wirklich selber reinlegen. Durch Unkonzentriertheiten, durch Unsauberkeiten in der Spieleröffnung oder in der Spielfortsetzung. Und dann ist es auch schwierig, diese Dinge zu verteidigen. Grundsätzlich sagen wir natürlich immer, dass wir in der
Defensive erstmal stabil und gut organisiert stehen wollen, aber wenn du solche Bälle 20 Meter vom Tor verlierst, dann ist es schwer organisiert zu sein. Ja? Da müssen wir einfach klarer und sauberer werden in unserem Passspiel, aber nicht nur hinten, sondern auch was das Spiel nach vorne angeht. Ja? Und wenn du das nicht hinbekommst, ja, dann ist es natürlich schwierig, auch Tore zu erzielen und beziehungsweise den Druck auch von den eigenen Abwehrreihen dann fernzuhalten.